Genau, und wir nutzen doch dann die Chance und sprechen mit Tilman Kuban, dem Chef der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU. Herr Kuban, Mensch, Sie müssen ja, lassen Sie mich einmal auf Sie schauen, so sehe ich Sie auch, Sie müssen ja wahrscheinlich doch noch viel mehr sich freuen über den heutigen Tag, so wie Sie und große Teile der Jungen Union Friedrich Merz in den letzten Jahren gehuldigt haben. Sind Sie jetzt endlich am Ziel, oder? Ja, wir freuen uns erst einmal natürlich an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an alle schon Gewählten, auch insbesondere meinen niedersächsischen Kollegen Henning Otte, der gerade gewählt worden ist. Aber wir freuen uns natürlich vor allem auch, dass es geklappt hat, dass wir mit Ronja Kemmer, eine junge Kandidatin, eine Kandidatin unter 35, auch ins Präsidium, in die engere Parteiführung zu wählen. Das war ein großer Kraftakt, da haben viele mitgeholfen. Deswegen ist heute ein guter Tag. Wir wollen jetzt bei den Beisitzerwahlen dafür sorgen, dass wir den jüngsten Bundesvorstand in der Geschichte der CDU Deutschlands schaffen. Das ist unser Anspruch. Wir wollen ein junges Team, wir wollen Aufbruch und Erneuerung gemeinsam mit Friedrich Merz. Und dafür wollen wir jetzt sorgen. Deswegen werben wir jetzt auch noch mal für unsere 6 Beisitzerkandidaten. Okay, Sie geben mir aber schon das Stichwort. Ronja Kemmer wurde von manchen in der CDU auch als Kampfkandidatur gegen Frau Wiedmann-Mautz gewertet. Und das hat ja jetzt auch geklappt. Die ist nicht gewählt worden, damit die Chefin der Frauenunion nicht im Präsidium. War das Ihre Absicht, eben dann auch eine der stärksten Frauenstimmen in der CDU eben nicht im Präsidium zu haben? Wir haben den Anspruch, als Junge Union im Präsidium bei diesem Neuanfang dabei zu sein. Deswegen haben wir mit Ronja Kemmer kandidiert. Wir haben nicht gegen jemanden kandidiert, sondern für unsere Ideen, für unsere Überzeugung, dass wir als junge Generation auch mit einer Stimme im Präsidium vertreten werden. Die Frauenunion hat mehrere Kandidaten. Eine davon ist jetzt nicht gewählt worden. Deswegen sehe ich, dass es am Ende sicherlich bitter ist für Annette Wittmann-Mautz persönlich. Und ich schätze sie als Kollegin, als Vereinigungsvorsitzende. Nichtsdestotrotz ist es am Ende so, dass alle Vereinigungen im Präsidium vertreten sind. Und deswegen glaube ich, dass wir einen guten Neuanfang schaffen werden. Braucht die CDU denn aus Ihrer Sicht eine Frauenquote? Ja oder nein? Wir als Junge Union, und ich höre dort viele junge Frauen, die mir sagen, sie wollen keine Quotenfrauen sein, sondern sie wollen nach vorne, weil sie gut sind. Das zeigen wir beispielsweise auch mit unserem Personalangebot. Von den 7 Kandidaten, die Junge Union schickt, sind 5 Frauen dabei. Die sind gut, die wollen was erreichen. Sie wollen in dieser Partei vorankommen, und das ohne eine Quote. Das ist die Position der Jungen Union. Und wir werden natürlich dazu auch eine Debatte auf dem nächsten physischen Präsenzparteitag führen. Da werden dann auch viele gemeinsam das Ganze ausdiskutieren, und am Ende gibt es eine Entscheidung. Das wird nicht das Wohl und Wehe der CDU entscheiden, sondern es wird darum gehen, dass wir jetzt eine konstruktive Opposition machen. Und dafür hat Friedrich Merz heute einen starken Aufschlag geliefert. Wohl, kommen gleich zu Friedrich Merz natürlich, aber um das abzuschließen, Wohl und Wehe hängt ja schon auch von eben der Weiblichkeit und der Jugend ab, wie Friedrich Merz gesagt hat. Ist ja interessant, Sie selbst haben 2020 sich noch explizit für eine Frauenquote ausgesprochen. Was hat sich geändert seitdem? Nein, ich habe immer gesagt, dass eine Frauenquote höchstens eine Brücke, vielleicht auch eine Krücke sein kann, wenn wir nicht weiterkommen. Das war der Teil des Kompromisses, den wir damals diskutiert haben. Ich habe nur gesagt, dass gerade auch viele junge Frauen mir das so sagen. Und wir werden das gemeinsam diskutieren. Die Position der Jungen Union, auch auf dem letzten Deutschlandtag, war dazu sehr klar. Und die vertrete ich hier auch als Bundesvorsitzender. Okay, jetzt haben Sie von Aufbruch gesprochen, den Sie erleben wollen. Inwiefern steht der 66-jährige Friedrich Merz für Aufbruch, und was für einen Aufbruch erwarten Sie denn? Politik ist nie eine One-Man-Show, sondern Politik ist Teamspiel. Und das macht Friedrich Merz deutlich mit seinem neuen Team, was er eben aufstellt, indem er dafür sorgen will, dass wir einen weiblicheren Bundesvorstand, einen jüngeren Bundesvorstand, einen bunteren Bundesvorstand haben. Das ist Teil der Parteispitze, das ist Teil der Philosophie von Friedrich Merz. Etwas, was ihm viele nicht zugetraut haben, dass er alle einbindet, dass er jetzt nicht sagt, der konservative Flügel übernimmt, sondern dass er sagt, er nimmt einen Mario Chaya als Generalsekretär, den er vorschlägt. Er hat in seinem Präsidium im engeren Umfeld mit Karin Prien, mit Andreas Jung, ganz unterschiedliche Köpfe, aber eben auch ein Carsten Linnemann oder ein Michael Kretschmer. Und deswegen sehe ich, dass wir diesen Aufbruch schaffen werden. Wir sind die Partei, die für Zusammenhalt in Deutschland sorgen wird, die sich nicht spalten lässt in Jung oder Alt, in Ost oder West, in Stadt oder Land. Wir sind die Partei, die eben auch klare Positionen einnimmt, wie er es heute getan hat, beispielsweise in der Frage der deutschen Außenpolitik. Aber Herr Kuban, wenn ich das richtig gelesen habe, ist die Junge Union ja nicht total einer Meinung. Klar, das ist selten der Fall, aber es haben sich ja doch jetzt in den letzten Wochen immer mehr auch gemeldet, die auch gewarnt haben, dass das mit Friedrich Merz möglicherweise in eine falsche Richtung laufen könnte.
Ich sehe, dass die Junge Union sehr geschlossen hinter Friedrich Merz steht. Wir freuen uns auf den Neuanfang mit ihm, sind ihm sehr dankbar auch für die Unterstützung unserer jungen Kandidaten. Und deswegen glauben wir, dass wir das gemeinsam mit ihm in die richtige Richtung ziehen werden. Okay, welche Themen sind denn die Themen, wo Sie sagen, die wollen wir als junge Union, als Jugend im weiteren Sinne tatsächlich jetzt auch in den nächsten Monaten auch gerne schon im Aufgalopp zu den Landtagswahlen eben vertreten sehen? Ja, wir sehen, dass gerade auch zu Corona-Zeiten viele in der jungen Generation sich abgehängt gefühlt haben, dass sie nicht genug beachtet wurden. Sei es bei der Frage, wann ist wer eigentlich geimpft und wann darf jemand eigentlich auch wieder raus? Oder wir sprechen über eine Impfpflicht letztes Jahr zu Zeiten, wo noch gar nicht alle Jugendlichen geimpft werden konnten überhaupt. Wenn wir überhaupt die Frage von Einsamkeit sprechen in Zeiten nach Corona, dann sind dort große Herausforderungen in Fragen der Bildungspolitik. Und genau die wollen wir jetzt gemeinsam angehen, aber eben auch einen klaren Kompass haben im Bereich der Klimapolitik. Wir setzen uns für das 1,5-Grad-Ziel ein. Genauso wollen wir aber eben auch es schaffen, dass wir im Bereich der Außenpolitik ein stabiles Deutschland präsentieren. Das sind Themen, die die Generation Europa natürlich besonders beschäftigen. Letzte Frage, wie schaffen Sie das dann tatsächlich als Partei im Bund, im Bundestag, größte Oppositionspartei, auch in diese Rolle zu finden? Sie sind jetzt Oppositionspartei. Friedrich Merz hat ja klar gesagt, die müssen wir schnell finden, diese Rolle, die haben wir noch nicht gefunden. Andererseits stehen 3 Landtagswahlen an, wo Sie den Ministerpräsidenten jeweils stellen, wo Sie ganz klar aus der Regierungspartei heraus den Wahlkampf bestreiten müssen. Wie passt das aus Ihrer Sicht? Wie kann das, wie muss das zusammenpassen? Es geht hier in Berlin nicht darum, mit der Keule auf andere draufzuhauen und zu sagen, die kriegen das nicht hin und das läuft nicht und da hätte man doch schon mal viel früher liefern müssen, sondern am Ende mit einem konkreten Konzept zu antworten, zu sagen, ja, wir legen den Finger in die Wunde, wir wollen etwas anderes, wir fordern aber auch konkret etwas. Wenn wir zum Beispiel über das Thema grüne Inflation reden, die Energiekosten steigen immer weiter, dann sagen wir sehr konkret mit einem konkreten Projekt, wir wollen bei dem Thema der CO2-Bepreisung für Unternehmen, wir wollen beim Thema der Mineralölsteuer, wir wollen beim Thema der Stromsteuer für die Verbraucher ran. Und da sind konkrete Vorschläge gefordert. Das ist die Aufgabe der Union. Und ich finde es bemerkenswert, dass Friedrich Merz heute auch ein Thema angesprochen hat, nämlich das Thema Kinderarmut, wo wir ein Konzept vorlegen wollen, weil es etwas ist, was viele Menschen in Deutschland, gerade viele junge Menschen in Deutschland betrifft. Und das auch ein Thema ist, dass die CDU tatsächlich so in den letzten Jahren wenig angesprochen hat. Vielen Dank Ihnen, Tilman Kuban, für diese Sie nicken. Danke Ihnen für diese Zeit hier bei Phoenix. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gerne wieder rein ins Warme. Vielen Dank.